Nach einiger Zeit bekam Naruto das Gefühl, als würden sie hier einfach nur durch den Wald irren, ohne ein wirkliches Ziel zu haben. Hier sollte ein Dorf liegen? Da musste sich Sasuke doch irren. Hier war nichts außer immer dichter werdender Vegetation. Und mit jedem weiteren Schritt fragte sich Naruto, ob sie jemals wieder aus dem Wald herausfinden würden. Doch er schwieg. Irgendwie hatte er das dumme Gefühl, ein falsches Wort würde den jungen Mann sofort wütend machen. Und dass man dies lieber vermied, war ihm seit dem Gasthaus klar. Was war dort nur geschehen? Noch immer verstand Naruto es nicht, doch er hatte gelernt, wann er Dinge lieber akzeptierte, anstatt sie zu hinterfragen. Und er spürte, wenn es Menschen gab, die er lieber nicht gegen sich aufbrachte. Ohne Sasuke würde er sofort wieder in die Hände von Menschenhändlern fallen, was er natürlich auf keinen Fall riskieren wollte. Warum er sich so sicher war? Weil sie ihn immer fanden. Es war doch nicht das erste Mal, dass er versuchte zu fliehen. Aber es war das erste Mal, dass er nicht alleine war. Trotzdem musste Naruto so langsam zugeben, erschöpft zu sein, und ihm brannten die Füße wie Feuer. »Es ist da noch weit?« nuschelte er irgendwann und schluckte. »Mir tut alles weh und ich will eigentlich nur noch schlafen.« Selbst wenn er auf dem Boden hätte schlafen müssen, es wäre ihm recht gewesen. Alles war besser, als noch weiter durch die Gegend zu laufen, ohne dass es Sinn ergab. Sasuke atmete tief durch und fuhr sich etwas durch die Haare. »Ich bin mir sicher, es ist hier irgendwo, und sie werden es nicht abgerissen haben. Sollten sie das gewagt haben, dann werden sie meine wahre Wut zu spüren bekommen.« Und irgendwie hatte Naruto das dumme Gefühl, dass man das lieber nicht riskieren sollte. Also blieb ihm wohl nichts weiter übrig, als Sasuke zu folgen. Fast hätte er sich einfach auf einen Stein gesetzt, da stolperte er einen kleinen Abhang hinunter und stand auf einmal mitten in einem Dorf. In einem Dorf, in dem wohl schon seit vielen Jahren niemand mehr lebte. Die Häuser sahen noch erstaunlich gut aus, dafür, dass überall eine Staubschicht lag, die von der wahren Zeitspanne zeugte, in der niemand mehr hier war. »Na, da sind wir ja endlich«, murmelte Sasuke leise und blickte sich um. Es sah noch alles so aus wie damals, als sein Dorf angegriffen worden war. Seither schien alles unberührt zu sein. Es sah fast aus, als hätte man versucht, seine Familie und deren bloße Existenz zu vergessen. Aber so leicht würde er es ihnen nicht machen. Nicht, solange er noch am Leben war. Mit großen Augen sah sich Naruto um, der noch nie so viel Glanz gesehen hatte. »Es ist wunderschön«, murmelte er leise, während ihm beinahe der Mund offen stand. »Sowas habe ich noch nie gesehen.« Die Häuser waren alt, hatten aber von ihrem Glanz nicht viel verloren. Noch immer wirkte es herrschaftlich und man konnte das Gefühl kriegen, es würde gleich jemand auf sie zukommen und sie begrüßen. Für einen kurzen Moment wurde Sasuke traurig. Das Dorf in seiner Erinnerung war voller Leben. Kinder, die in den Straßen spielten, und Erwachsene, die sich unterhielten und ihrem Leben nachgingen. Davon war nichts weiter geblieben als eine Erinnerung in seinen Träumen. Jetzt war alles leer, leise und verstaubt. Ein Schauer lief über seinen Rücken, doch er schüttelte diese Melancholie sehr schnell wieder ab. »Komm, gehen wir zu meinem Elternhaus. Dort müssten wir auf jeden Fall noch Kleidung und Geld finden. Ich möchte meine Familie nicht ausrauben«, murmelte er leise, denn er ahnte, welche Frage Naruto auf den Lippen lag. Er hätte hier in jedes Haus gehen können, um sich zu nehmen, was immer er haben wollte. Doch für Sasuke fühlte sich das falsch an. Vielleicht war ja doch noch jemand außer ihm und seinem Bruder am Leben. Doch er würde sie kriegen. Er würde jeden dafür töten. Und selbst wenn es nur noch die Nachkommen waren, sie würden alle leiden. Jetzt hatte er jedoch keine andere Wahl, als erst einmal Ruhe zu bewahren. Und ein Blick auf Naruto ließ ihn seltsamerweise ruhiger werden. Ein Lächeln legte sich auf seine Lippen, als er die großen, strahlenden Augen bemerkte. »Hey, was ist los? Habe ich es übertrieben?« Schnell schüttelte Naruto den Kopf. »Nein, überhaupt nicht. Dieses Dorf ist wirklich wunderschön. Ich hätte nie erwartet, dass es sowas wirklich gibt. Es hat tatsächlich einen Zeitsprung gemacht«, begeisterte sich der Blondschopf, ehe er rot wurde um die Nase. »Es tut mir leid«, flüsterte er leise, als er sich seiner Worte bewusst wurde. »Das hier war ja immerhin deine Heimat. Und ich habe nicht geglaubt, dass es dieses Dorf gibt. Trotzdem wirkt hier alles schon so lange verlassen.
Für dich muss es doch sehr schwer sein, sich an alles zu erinnern, oder? Flüsterte Naruto leise. Beruhigend winkte Sasuke ab, obwohl in ihm ein Sturm tobte, wollte er sich vor seinem Begleiter nichts davon anmerken lassen. Schon gut, meinte er leise und atmete durch. Ich wusste, dass niemand mehr am Leben ist und niemand hier sein wird. Sie haben mein Dorf dem Vergessen überlassen und vielleicht ist das auch besser so. Ich weiß es nicht. Sehen wir uns um und gehen zu meinem Elternhaus. Dort können wir erstmal bleiben, bis wir einen Plan haben, wie wir weitermachen sollen. Umziehen und duschen sollte dort ebenfalls möglich sein. Sasuke brauchte nach der langen Zeit wirklich eine Dusche und als ihm bewusst wurde, in was für heruntergekommener Kleidung er herumlief, schämte er sich fast etwas. So war er unter Menschen gegangen? Unangenehm. Schweigend und mit großen Augen folgte Naruto dem jungen Mann, der mit sicheren Schritten durch die engen Gassen des Dorfes wanderte. Es mussten einmal viele Leute hier gelebt haben. Und Naruto selbst stellte sich wunderschön vor. Die Bewohner, die durch die Straßen schlenderten, einkauften und handelten, sich unterhielten und den neuesten Klatsch austauschten. So stellte man es sich doch vor. So hatte er es sich immer gewünscht. Es sieht so toll aus, nuschelte er leise und atmete durch. Wirklich, es muss wunderschön gewesen sein, als du noch mit deinen Eltern hier gelebt hast. Ein kurzes Lächeln huschte über Sasukes Lippen und er nickte fast unmerklich. Es fiel ihm schwer, diesen Schmerz zuzulassen, besonders vor jemandem, den er kaum kannte. Ja, es war schön. Und ich werde dafür sorgen, dass der alte Glanz wieder zurückkehrt, flüsterte er leise und musste dabei doch lächeln. Eines Tages wird hier wieder Leben herrschen und es wird alles genauso schön sein, wie es einst war. Dafür muss ich aber erstmal meinen Bruder finden. Da waren sie wieder beim Thema und Naruto nickte schüchtern. Wie sollten sie seinen Bruder aber finden? Dazu mussten sie doch erstmal herausfinden, wo man ihn hingebracht hatte. Doch wieder schwieg Naruto, denn er hatte das Gefühl, diese Frage wäre momentan fehl am Platz. Deswegen behielt er die Bedenken für sich und folgte Sasuke weiter durch das Dorf bis zu einem alten Herrenhaus, welches sich noch einmal besonders abhob. Als Sasuke genau dieses Haus betrat, wunderte Naruto sich schon über gar nichts mehr. Ein paar Stunden später saßen die beiden jungen Männer auf dem Fußboden und Naruto musste zugeben, es kam ihm hier alles seltsam vor. Seit sie das Haus betreten hatten, schien es sich von alleine zu säubern. Der Staub verschwand immer mehr und selbst der Garten schien weniger Unkraut zu haben. Aber sowas war albern und aus dem Grund versuchte er es zu ignorieren. Auch Sasuke bemerkte diese Veränderungen, zufrieden nickte er. Seine bloße Anwesenheit schien in diesem Dorf noch etwas auszulösen. »Gut, ich habe dir ja das Zimmer gezeigt, in dem du schlafen kannst«, meinte er leise und musterte den Blonden, der neben ihm auf dem Boden hockte und seinen Blick immer wieder durch den Raum gleiten ließ. »Ja, danke dafür«, murmelte er leise und atmete durch. »Ich glaube, ich habe das vorhin noch gar nicht so richtig gesagt, aber danke. Ich weiß nicht, wie das alles passiert ist, aber ich weiß, dass du damit zu tun hast.« Im ersten Moment blinzelte Sasuke, doch dann winkte er ab und schmunzelte. »Ach was, wie soll ich denn etwas damit zu tun haben? Immerhin habe ich den Kerl doch gar nicht angerührt. Gut, ich habe ihm die Finger gebrochen. Aber von sowas stirbt man bekanntlich nicht.« Irgendwie konnte ihm Naruto das nicht glauben. Er sollte nichts damit zu tun haben? »Ich find's komisch«, gestand er leise und atmete durch. »Aber gut, wenn du nichts damit zu tun hast, dann ist es ja auch egal, aber ich will trotzdem Danke sagen. Wie machen wir jetzt weiter?« Das war eine Frage, die für Sasuke gerade tatsächlich wichtiger war, und er atmete tief durch. »Nun, du kannst dir vorstellen, dass ich meinen Bruder finden muss. Die Männer, die mich in mein Gefängnis gesperrt haben, müssen auch wissen, wo Itachi ist. Ich muss ihn finden.« Davon abgesehen, dass er natürlich sein Bruder war und Naruto durchaus verstand, dass man seine Familie wiederhaben wollte, gab es doch bestimmt noch einen anderen Grund für diese Suche. »Wenn es stimmt, dass du dort schon so lange gelebt hast und in dieses Gefängnis eingesperrt warst, wie kann dein Bruder noch am Leben sein?« nuschelte Naruto leise und nippte an dem Tee, den Sasuke mittlerweile gekocht hatte. Die alte Tasse in seiner Hand fühlte sich unglaublich vertraut an. Und die Wärme, die in seinen Körper floss, entspannte ihn zusehends. Sasuke musste lächeln und spielte mit dem Gürtel seines Yukatas. »Ich bin doch auch noch am Leben«,
meinte er leise. Aus welchen Gründen sollte mein Bruder also nicht mehr leben? Du wirst es sehen. Wieder atmete Naruto nur tief durch und er musste lächeln. Weißt du, seit ich dir begegnet bin, geschehen Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, gestand er leise und Sasuke musste lachen. Du hast tatsächlich keine Ahnung. Du hast nicht den Hauch einer Ahnung, was noch alles auf dich zukommt. Aber vermutlich ist das auch gut so. Jetzt sollten wir uns erstmal schlafen legen. Wir haben noch viel vor, weißt du? Jedenfalls hab ich viel vor. Ich muss nochmal betonen, dass du nicht mitkommen musst. Wenn dir das alles zu viel wird, kannst du jederzeit gehen. Eigentlich brauchte er niemanden, der ihm hinterherrannte. Auf der anderen Seite war er mit Naruto bei sich deutlich unauffälliger. Und er musste sich in den nächsten Tagen wirklich unauffällig bewegen. Sein Blick fiel auf Naruto, der noch einen Schluck Tee nahm und in dem Kimono seiner Cousine wirklich gut aussah. Irgendwie wirkte er sehr zierlich und zerbrechlich, was man ihm früher immer vorgeworfen hatte. Aus diesem Blondschopf hätte durchaus ein Mädchen werden können. Lächelnd schüttelte Naruto den Kopf und stellte die leere Teetasse weg. Selbst wenn ich jetzt nicht mehr so zerschlissen aussehe, suchen mich zu viele Menschen, als dass ich mich ohne Begleitung durch die Gegend bewegen kann. Dafür müsste ich erstmal sehr viel Abstand zwischen mich und diesen Ort bringen. Immerhin wird man mich fast immer als Sklave enttarnen. Nun war Sasuke neugierig, denn auch er wusste ja noch nicht viel über den jungen Mann, der ihn begleitete. Was meinst du damit? Du hast dich gewaschen und hast saubere Kleider an. Für mich siehst du nun wirklich nicht mehr wie ein Sklave aus. Wie kam Naruto nur auf die Idee? Dieser blinzelte und griff in seine Haare. Ich bin blond. Natürlich wird man mich immer für einen Sklaven halten. Ein besseres Zeichen dafür gibt's doch gar nicht. Die Haare? Sasuke blinzelte und rieb sich über die Augen. Moment, ich war wirklich zu lange in diesem Gefängnis. Du meinst das ernst? Die Menschen halten dich für einen Sklaven, weil du blond bist? Was hat das denn mit deiner Haarfarbe zu tun? Da kam er wirklich nicht mehr mit. Hatte er in den letzten Jahren doch so viel verpasst? Nervös biss sich Naruto auf die Unterlippe, was er sofort wieder bereute, und er atmete tief durch, um sich ein wenig zu beruhigen. »Hast du das noch nie gehört?« murmelte er leise und lächelte traurig. »Es gibt kaum noch Menschen mit Haaren, die eine andere Farbe haben als deine. Man hat uns quasi ausgerottet. Und diejenigen, die doch mit anderen Haaren zur Welt kommen, werden sofort versklavt. Meine Mutter und meinen Vater habe ich auch auf diese Weise verloren.« Mein Vater kannte ich wenigstens noch ein paar Jahre, aber meine Mutter war tot, als ich geboren wurde. Sie soll rote Haare gehabt haben und ist wohl bei meiner Geburt gestorben. Vater hat lange versucht, mich zu beschützen. Er war genauso blond wie ich, aber am Ende hat es nichts gebracht. Man hat ihn gefangen genommen und uns getrennt. Ob er noch lebt oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe ihn nie wiedergesehen. Und zu diesem Zeitpunkt war Naruto noch ein Kind. Von da an war sein Leben die reine Hölle geworden. Man hatte ihn herumgeschubst, arbeiten und hungern lassen. Er war geschlagen worden, gedemütigt und erniedrigt. Alleine die Erinnerungen daran ließen sein Herz verkrampfen. Egal wie sehr er auch versuchte, sich nichts davon anmerken zu lassen. Und Sasuke war zu gut darauf trainiert, seinem Gegenüber anzumerken, was er empfand. Eine gequälte Seele war einfach und gut zu benutzen. Und obwohl er genau sowas hatte vermeiden wollen, brauchte er jemanden, der ihm die Zeit erklärte und ihm unter die Arme griff. »Schon gut, du musst mir nicht mehr erzählen«, versuchte er nur deswegen, Naruto zu beruhigen. »Ich verstehe zwar nicht, was deine Haare damit zu tun haben, aber vermutlich habe ich von vielen Dingen hier nicht mehr sehr viel Ahnung. Aus dem Grund werde ich nichts mehr dazu sagen, sonst reg ich mich nur auf. Aber dir sollte auch klar sein, dass wir daran etwas ändern müssen, oder?« Naruto stutzte, zuckte dann aber kurz mit den Schultern. »Ja, eigentlich schon, aber wie sollen wir das denn machen?« nuschelte er leise, und Sasuke blickte ihm tief in die Augen. So tief, dass Naruto sich fühlte, als würde ihm der Uchiha direkt in die Seele sehen können. »Überlass das mir«, meinte er leise und nippte noch einmal an seinem Tee, ehe er sich erhob und sich streckte. »Immerhin bin ich jetzt dein Sklave, und ich werde dich vor jedem beschützen, der dir etwas antun will.« Außerdem werde ich dich morgen in die beste Kleidung hüllen, die ich finden kann. Vermutlich liegt dir auch noch Schmuck meiner Familie rum. Mit Geld werde ich dich auch ausstatten können und dann wirst du sehen, wie schnell dich niemand mehr wie einen Sklaven behandelt.
Und wenn sie dann noch sehen, dass ich in deinen Diensten bin, wird sich in ihren Köpfen schon etwas tun. Selbst wenn es sie erst einmal nur durcheinander bringen würde. Naruto blinzelte, wurde dann aber rot und lächelte schüchtern. Irgendwie klang das nach einem Plan, den er gar nicht so schlecht fand.